DDRV News vom 8. Juli 2022. Wann bubert's legal? Scholz wieder schlumpfig. Erste Debatte im Bundestag. Linke fordern Entkriminalisierung. Herzlich willkommen bei den DHV News. Wir machen heute mal wieder eine Corona-Vorsichtsausgabe hier. Ich habe im Umfeld Fälle, ja, also bin selber gesund, aber vorsichtshalber sitze ich mal wieder alleine bei mir im Büro hier und erzähle euch die News. Und eine Vorbemerkung habe ich diesmal wieder, Hinweis auf ein Video in unserem Kanal. Wir veröffentlichen jetzt nach und nach die ganzen Videos von unserer Cannabis-Normalkonferenz, die einzelnen Sessions da zu den verschiedenen Themen. Und seit den letzten News ist da zum Beispiel die Session zum Thema Führerschein online gegangen. Könnt ihr euch also angucken jetzt nochmal, was da besprochen wurde. Und auch die ganzen anderen Videos über die Cannabis-Normalkonferenz, die vorher schon veröffentlicht wurden. Da geht es halt noch Schlag auf Schlag weiter. Immer mal wieder ein neues Video. Jo, und dann eben zum ersten Thema jetzt. Ja, Scholz wieder schlumpfig. Wann bubert's legal? Das hatten wir ja schon mal hier irgendwann in DHV News im November 2021 während der Koalitionsverhandlungen, als alle Welt gerätselt hat, ob die da jetzt die Legalisierung reinschreiben in den Vertrag oder nicht. Und Thilo Jung dann Olaf Scholz mal gefragt hat in der Pressekonferenz dazu, was er denn denkt, ob es schon absehbar ist, wie viel Cannabissteuern denn reinkommen würden, ob sie das im Budget schon irgendwie mit veranschlagt hätten, ja, was ja im Grunde dann die indirekte Frage war, habt ihr die Legalisierung beschlossen? Und ich zitiere nochmal unsere News von damals. Es gibt da verschiedene Schätzungen. Ich bin da etwas zurückhaltend, weil wir ja Schätzungen über ein Aufkommen vornehmen, wo wir den Konsum ja gar nicht kennen, sondern nur vermuten können. Weil er ja bisher nicht legal stattfindet, deshalb sich jeder Registrierung bei uns entzogen hat. Ja, und jetzt ist Olaf Scholz mal wieder gefragt worden. Er war im ARD-Tagesschau-Social-Dings da mit euren Fragen, ja, wo man selber Fragen eingeben kann und die dann von der Community an ihn weitergegeben werden. Und es ging gleich los mit der Frage nach der Legalisierung von Cannabis und das zeigen wir euch jetzt mal. Herr Scholz, wann bubert's legal? Was ist los, meint er, aber dann geht's weiter. Wir haben ja beschlossen, dass wir Cannabis-Legalisierung vornehmen wollen und das wird umgesetzt. Da ist jetzt die Vorbereitung im Gange, das kommt in dieser Legislaturperiode. Das genaue Datum haben wir noch nicht festgelegt. Ja, Scholz freut sich, dass er die Bubertz-Frage verstanden hat. Der hat ihm wahrscheinlich irgendwer vorher mal ihm ein Briefing gegeben. Ja, pass auf, irgendwann kommt die Frage Bubertz und dann weißt du Bescheid, ist Cannabis. Ne? Jetzt freut er sich, dass er sich noch daran erinnert hat, gerade so. Aber es ist nochmal ein klares Bekenntnis zum Legalize-Plan der Regierung von ganz oben, vom Oberboss. Wunderbar. Der hat nichts dagegen. Schön, schön. Und grinst sich einen dabei. Eine ganz kurze News dann auch nochmal aus dem gleichen Stall SPD und zwar von Carmen Wegge. Die waren schon alle am Rätseln, ja, ob tatsächlich wie angekündigt die Eckpunkte der SPD-Fraktion noch fertig werden vor der Sommerpause, die ja jetzt fast schon angefangen hat. Und sie schreibt tatsächlich, wir sind bereit. Heute ja, hat sie getwittert, dass sie fertig sind da mit ihren Eckpunkten. Leider noch nicht veröffentlicht, das Papier. Ja, muss vielleicht nochmal ein Rechtschreibfehler durchgeguckt werden oder was weiß ich. Ja. Aber Wegge lässt zumindest auf Twitter schon mal durchblicken, dass die SPD auch nichts gegen Eigenanbau hat. Ja, und da welche Details das jetzt dann am Ende bedeuten, welche Regelungen und so weiter, ne, ist noch unklar. Aber zumindest jetzt kann man noch einen Tick zuversichtlicher sein, dass auch der Eigenanbau in irgendeiner Weise möglich sein wird bei der Legalisierung, die die Ampel da ausheckt. Das ist natürlich schon mal auch wieder eine gute Nachricht, weil Grüne und FDP sind halt auch dafür. Ja, und jetzt gab es eben auch die erste Debatte im Bundestag. Das war ja der Antrag der Linken, die Forderung nach der Entkriminalisierung der Cannabiskonsumenten. Der drogenpolitische Sprecher der Linken, Atesh Gürpinar, hatte das ja angekündigt, vor der Sommerpause noch zu bringen. Eigentlich hat er drei Anträge angekündigt vor der Sommerpause. Ich glaube, die anderen beiden sind eben noch nicht eingespeist worden.
Aber immerhin jetzt der, wo eben die Szene am meisten drauf gebrannt hat, schnelle Entkriminalisierung, den hat er jetzt gebracht. Und für alle vorweg jetzt schon mal, ja, das ist die Einbringung, die erste Lesung dieses Gesetzentwurfs, den er da gebracht hat. Und das geht dann in die Ausschüsse, wird verwiesen in die Ausschüsse und dann wird da beraten, vielleicht gibt es eine Anhörung und irgendwann beschließt der Ausschuss irgendwas, dann geht er zurück in den Bundestag und die beschließen irgendwas und zwar die Ablehnung werden die beschließen. Ja, das ist ganz klar. Die haben zwar jetzt noch nicht keine Ablehnung beschlossen, aber alle anderen Fraktionen außer den Linken haben sich schon signalisiert, dass sie das ablehnen werden. Also das ist eher tatsächlich ein Punkt, wo es darum geht, die Debatte aufrecht zu erhalten, ja, den Druck auf die Ampel zu erhöhen und ja, überhaupt erstmal aufzubauen, ja, was die Linken angeht. Hat lange genug gedauert, bis die da mal aktiv geworden sind. Das hat es ja angeboten, ja, dass die da jetzt mal aus der Opposition noch mal ein bisschen Dampf machen, denen da unterm Hintern. Und jetzt kommt das eben, was sicherlich eine gute Sache ist an sich, aber zu viel Hoffnung darf man sich da auch nicht machen, dass da irgendwas passiert. So für jetzt erstmal meine grundsätzliche Einschätzung, ja, für alle, die das wirklich nur so ganz grob wissen wollen, wie ich das einschätze mit dem Antrag der Linken. Also da wird jetzt nichts bei rauskommen, kann man von ausgehen, dass die sich nicht durchsetzen werden. Das zeigen auch die ganzen Redebeiträge der anderen jetzt da noch. Und ich bringe euch noch ein paar Schnipsel jetzt dazu, aber für die, die nur so grob wissen wollten, können jetzt schon mal zum nächsten Thema weiterklicken, ja, wisst ihr da schon mal Bescheid. Und es geht auch erst nach der Sommerpause weiter, das vielleicht auch nochmal als einen Hinweis, ja, da passiert jetzt erstmal gar nichts über den Sommer. So, und die Rede von Göpiner an sich, das ist ja einer der neuen, drogenpolitischen Sprecher jedenfalls im Bundestag. Und wir haben ihn noch nicht in Aktion gesehen. Ein Interview hier im DRV-Kanal gibt's. Das, ja, für die, die es noch nicht gesehen haben, könnt ihr das natürlich auch gerne nochmal angucken. Ja, und jetzt bringt er eben das Thema Entkriminalisierung auf, macht Druck. Und da er auch noch eine gute, engagierte Rede gehalten hat, da im Bundestag, mitten in der Nacht, ja, das war letzte Nacht, irgendwie um 1 Uhr rum. Und die zeigen wir euch mal komplett. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Gerade weil ein komplettes Gesetz zur Legalisierung Zeit braucht, müssen wir als Übergang geringe Mengen von Cannabis unverzüglich erlauben. Warum? Bei Cannabis sprechen wir von 500 konsumnahen Delikten täglich. Da geht es um Menschen, die wegen Cannabiskonsum um ihre berufliche Existenz fürchten müssen. 500 Delikte. Das ist alle 3 Minuten ein Betroffener, weil er einen halben Joint in der Tasche vergessen hat, obwohl die Mehrheit der Gesellschaft und die Mehrheit hier im Bundestag Cannabis entkriminalisieren will. Das darf nicht sein, das kann nicht sein, das müssen und das können wir ändern. Lassen Sie uns also diesen ersten Schritt gemeinsam gehen. Nun habe ich ein wirklich erstaunliches Argument der Regierungsfraktion gehört, warum das gerade jetzt nicht geht. Sie wollen Cannabis nicht schon jetzt entkriminalisieren, weil das in den Ministerien Arbeitskraft bände, die beim Legalisierungsprozess dringend gebraucht würde. Ich halte das zugegebenermaßen für ein sehr hanebüchenes Argument. Warum? Erstens, mit den 500 Delikten hängt auch Arbeitszeit der Polizei zusammen, die weiterhin völlig sinnfreie Delikte aufnehmen müssen. Binden Sie also einmalig Zeit in Ministerien, um die Polizei unverzüglich und dauerhaft zu entlasten. Zweitens, es macht keine Arbeit. Hier ist der Text, die Linke hilft gerne. Den Dank gebe ich gerne meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiter und vor allem auch in die Community. Denn das ist ein gemeinschaftliches Projekt, gemeinsam mit vielen Kräften der Zivilgesellschaft, mit dem Wissen von Organisationen wie LEAP, Law Enforcement Against Prohibition, das sind Richterinnen und Richter, Anwälte, Polizistinnen und Polizisten, dem Handverband, der Online-Community Weedmob. Gemeinsam mit Ihnen legen wir einen Gesetzentwurf der Linken vor. Das bedeutet für Sie also einfach nur zustimmen und loslegen. Lassen Sie uns jetzt den Menschen die Angst nehmen, um dann in Ruhe um die beste Legalisierungsstrategie streiten zu können. Lassen Sie uns aber auch schon jetzt den Bereich Cannabis und Fahrerlaubnis angehen und die Tür aufstoßen, um Prohibitionspolitik generell in Frage zu stellen. Ich freue mich über die Debatte. Vielen, vielen Dank. Ja, wie gesagt, die Ampel-Fraktionsleute haben sich dagegen entschieden. Das haben sie ja schon mehrfach jetzt auch bei uns im Kanal und bei allen möglichen Gelegenheiten beantwortet mittlerweile, warum sie jetzt keine schnelle Legalisierung wollen, weil sie denken, dass da zwei parallele Gesetzgebungsverfahren irgendwie den großen Wurf ausbremsen könnten, ja, was auch immer man davon halten sollte. Ich finde das nicht besonders überzeugend. Ich finde es gut, dass die Linken den Antrag gestellt haben und ich fände es auch gut, wenn der verabschiedet werden würde. Ich sehe da die Bedenken der anderen Fraktionen jetzt nicht so.
Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass die auch recht haben, dass die Entkriminalisierung mit drinsteckt in der Legalisierung, dass das quasi mit dem großen Paket dann mitkommt. Ja, ist also eine Frage der Zeit. Wobei das eben hunderttausende Strafverfahren mehr oder weniger bedeutet, ob man diese Zeit eben jetzt noch abwartet, anstatt schnell zu machen. Mittlerweile ist aber auch schon ein halbes Jahr vergangen, sage ich mal, in dem das hätte schon erledigt werden können. Ja, und jetzt kämen wir immer näher auch ran an die endgültige Verabschiedung des großen Legalize-Gesetzes mit so einem Parallelverfahren. Also je länger das jetzt noch dauert, desto weniger Sinn macht das Ganze dann tatsächlich noch. Wie auch immer, die bekannten Ampler zeige ich euch jetzt mal nicht. Ich habe euch in die Videobeschreibung den Link gepackt zur kompletten Debatte. Ihr könnt euch die kompletten Redebeiträge von allen nochmal reinziehen. Zum Beispiel Dirk Heidenblut, der eine gute Rede gehalten hat. Auch wieder dieses übliche Argument, ja, sie wollen Legalisierung aus einem Guss. Er ist sympathisch unterwegs gewesen, wie immer. Ja, kann man sich gut angucken. Aber eben Ablehnung der schnellen Entkriminalisierung, das ist natürlich ein Makel, sage ich mal, aus unserer Sicht. Dasselbe Kirsten Kappert-Gonter, ihr kennt sie, auch sie hat eine flammende Rede für die Legalisierung gehalten und dass dann alles besser wird und auch die Entkriminalisierung da drin steckt. Aber jetzt Simone Borchert, die haben wir auch noch nicht gesehen, das ist jetzt die offiziell Zuständige bei der CDU-CSU-Fraktion. Die kennen wir noch nicht so weit, ja, jedenfalls nicht aus, einmal im Radio hat sie sich, glaube ich, geäußert, ansonsten sagt sie überhaupt nichts zur Drogenpolitik, komischerweise. Aber hier jetzt, ist sie mal in die Bütt gegangen, in der ersten Debatte seit der Bundestagswahl. Und dass sie neu ist, heißt nicht unbedingt, dass es frisch und modern ist, ja, ihre Drogenpolitik. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Und durch diese Legalisierung wird der Zugang zu dieser Droge verharmlost und die Hemmschwelle sinkt. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, auch Sie haben Kinder und Enkelkinder. Und ich frage Sie ernsthaft, wollen Sie das wirklich? Ja. Also ein Problem, bleibt die CDU-CSU klar gegen die Legalisierung. Das hat Frau Borchert nochmal rübergebracht. Dann Thomas Dietz, AfD. Das war zumindest irgendwie komisch. Ja? Also eher unfreiwillig, denke ich, aber das muss ich euch auch mal zeigen. Jetzt hier auch ein neues Gesicht. Tja, wer hatte das einmal gedacht? Demnächst gibt es wohl ganz legal im Deutschen Bundestag Begifte. Minister und Abgeordnete. Das könnte wirklich lustig werden. Lustig ist es jedoch nicht, dass die Gasnotfallstufe 2 ausgerufen wurde. Uns droht ein harter Winter. Die Verbraucherpreise steigen und steigen. Die Spritkosten kann ein Normalverdiener, der auf seinen Pkw angewiesen ist, kaum noch bezahlen. Und was tun wir? Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, ob Cannabis legalisiert wird oder nicht. Und ausgerechnet unser Gesundheitsminister Lauterbach wirbt nun für eine Legalisierung von Cannabis. Und er will auch die Maskenpflicht von Oktober bis Ostern. Der Winter wird damit zum Megatrip. Rein mit dem Joint und dann die Maske draufsetzen. Das knallt durch, denn richtig ausatmen ist nicht mehr hinterher. Doppelt so viel Spaß für das gleiche Geld. Unser Leben erträgt sich leichter. Ein Effekt, der heute wichtiger ist als jemals zuvor. Wer braucht denn schon noch Gas und Heizöl, wenn wir straffrei kiffen dürfen? Ja, dann kam Christine Lüttke nach dem AfD-Kollegen. Und auch da sage ich wieder, sie hier oben, wie Heidenblut, wie Kappert-Gonter, ihr kennt Christine Lüttke, ihr kennt ihre Ablehnung der schnellen Entkriminalisierung und ihre Argumente für die Legalisierung. Am Ende im Rückblick werden wir alle sagen, ja gut, sie haben es halt durchgezogen, hurra. Ne? Aber alle, die jetzt die 100.000 Strafverfahren, die bis dahin noch ins Land gehen, oder 200 gegen einfache Konsumenten, die werden nicht happy sein damit, ganz klar. Guckt euch die Rede nochmal an, Christine Lüttke, wenn euch das nochmal interessiert. Und jetzt nochmal CDU-CSU, ja, ein alter Bekannter, der hat sich auch nochmal gemeldet dazu. Krass gegen die Legalisierung, wie immer. Bringt aber überhaupt kein einziges inhaltliches Argument zu dem Thema. Der sagt einfach nur, das ist ein Verstoß gegen internationales Recht. Der Luxemburg hat auch nicht legalisiert wegen EU-Recht und das geht doch gar nicht, ja, und manche haben wohl das so verstanden von wegen, ja, die sind aufgeschlossen, wenn man irgendwie hinkriegt, wenn die Legalisierung EU-konform ist. Vielleicht, weil die gar kein anderes Argument gebracht haben als das. Aber das ist nach wie vor Union gegen Legalisierung und hat jetzt einfach nur dieses eine Argument genannt. Aber für mich ist klar, die wollen das nicht. Ganz grundsätzlich sind die dagegen.
So, und das war es jetzt erstmal. Bundestagsdebatte. Schaut euch das Ganze nochmal an. Ich gehe gleich weiter zum nächsten. Hier kommen noch viel mehr Videoschnipsel. Ja, jetzt gehen wir nämlich weiter zum Interview mit Burkhard Blinert. Gleiches Format wie eben bei Scholz. Eben Tagesschau, ARD fragt mit euren Fragen aus der Community den Drogenbeauftragten in dem Fall. Und das war, fand ich ganz spannend, weil die erste ausführliche Interview war nach den Anhörungen, ja, wo man ja weiß, okay, wir haben jetzt 5 Tage lang ihn und seine Leute da voll gepumpt mit allen möglichen Wissensfetzen und Vorschlägen und so weiter, um mal zu gucken, was jetzt da hängen geblieben ist, war schon spannend. Und da auch das ganze Video ist sehenswert, ja, ist in der Videobeschreibung, aber ein paar Sachen davon zeige ich euch. Wann kommt der Gesetzentwurf, war eine der Fragen. Und er sagt erstmal, naja, jetzt haben wir den Konsultationsprozess mit über 200 Wissenschaftlern und Verbänden gemacht. Dann aber geht es so weiter. Wir haben mal alles zusammengefasst, was es an Diskussion und Wissen in Deutschland gibt zu dem Thema. Ich glaube, es war eine wichtige Grundlage. Jetzt gibt es daraus bis Ende des Jahres einen Gesetzentwurf. Vielleicht wird es auch Anfang Januar erst sein. Da liegt der Weihnachten dazwischen. Ja, und er bringt zum ersten Mal ins Spiel, dass der Entwurf der Regierung für die Legalisierung Gesetzentwurf vielleicht doch erst nächstes Jahr kommt. Ja, das ist der Erste, der es jetzt mal so sagt. Möglicherweise zeichnet sich da schon ab, so die Ansage vom Lauterbach, dass das im Herbst kommt. Müssen wir mal gucken, ob das klappt. Ja. Danach hieß es ja schon, okay, Herbst oder Ende des Jahres. Ja, da haben sie schon ein bisschen nach hinten verschoben, die Erwartung ein bisschen ausgebremst. Das Spiel geht jetzt weiter und er bringt eben Anfang 2023 ins Spiel. Wegen Weihnachten, ja, Ende des Jahres kann man ja vielleicht, die letzte Dezemberwoche sind sie natürlich fertig, ja, aber dann klappt das nicht mehr, wie auch immer. Dann kommt der nächste Punkt, Frage, Problem Bundesrat, ne? Logisch, ja, wie soll das gehen mit dem Bundesrat? Er sagt erstmal, naja, wir reden mit allen Bundesländern über Prävention und so, nicht nur bei Cannabis, sondern insgesamt. Und dann kommt Folgendes. Wie können wir mehr in dem Bereich von Drogen und Sucht an Prävention und Gesundheitsschutz mit den Ländern auch vereinbaren? Und wer kann dann schon was dagegen haben, wenn wir mit einem guten Gesetz auch mehr Gesundheitsschutz erreichen? Ja, also wie kann man was dagegen haben, sagt er. Ja, wie kann die CDU im Bundesrat bloß dagegen sein, wenn man da ein vernünftiges Gesetz hinlegt? Ja, wir haben eben in der Bundestagsdebatte gesehen, dass sie das können, dass das auch überhaupt nichts mit Argumenten zu tun hat. Die sind einfach dagegen, Punkt aus, fertig. Ja, von daher bleibt das ein Problem und die Antwort, ja, ist verständlicherweise mau, weil es gibt keine vernünftige Antwort, es gibt keinen vernünftigen Plan für das Problem. Und man kann nur sagen, okay, am Ende hat man ein gutes Gesetz hingelegt, ja, und wenn da irgendwie gar nichts geht mit der CDU, dann sind die das halt schuld, ja. Und die Wähler, die halt in den Ländern massenhaft die CDU wählen, ja, das ist nun mal so. Aber, ja, Blinert setzt auf Argumente. Noch eine Frage zur Entkriminalisierung sofort. Da haben wir das Thema schon wieder aus der Bundestagsdebatte eben. Die Frage kam auch mit Hinweis auf den Antrag von Gürpina und den Linken. Seine Antwort, er hat erstmal das Problem anerkannt, ja, muss man sagen. Also das ist nicht gut mit der Kriminalisierung der Leute. Ansonsten die übliche Antwort von wegen 2 parallele Gesetzgebungsverfahren binden Kräfte und das geht nicht. Wir wollen einen großen Wurf durchziehen und da ist ja Entkriminalisierung mit drin. Bisschen Geduld muss aber sein, naja. Dann sagt er noch Folgendes. Das kann in der Justizministerkonferenz zum Beispiel auch Gegenstand sein einer Diskussion, dass man dort an der Stelle wirklich auch weiterkommt und das klare Signal eben auch dort auch setzen kann und nicht weiter in die Kriminalisierung hineingeht. Also auch an der Stelle interessant, ja, ein Appell an die Bundesländer jetzt schon zu handeln. Also das höre ich so von einem Regierungsvertreter auch zum ersten Mal. Wir haben hier und da die Forderung auch schon mal gebracht, dass die Bundesländer handeln sollen, vor allen Dingen die harte Regelungen haben, ja, die eine ganz niedrige Grenze haben oder die auch diese Kann-Einstellungsregeln haben, wo die Staatsanwälte selber noch gucken können, ob ihnen die Nase des Angeklagten gefällt, ob sie dann jetzt da irgendwie die Strafverfahren einstellen oder nicht. Da hat man da überall gesagt, okay, die werden immer eingestellt. Ja. Also hört auf mit dieser bescheuerten Strafverfolgung der Konsumenten. Die Regierung, der Drogenbeauftragte signalisiert, Leute, wir wollen das durchziehen. Ja. Da kommt die Legalisierung und das macht keinen Sinn mehr, dass ihr da jetzt massenhaft die Strafverfahren da noch ewig lang zieht. Ja. Und bringt die Justizministerkonferenz ins Spiel, also der Bundesländer, ne, die Bundesländerjustizminister, die sollten doch da sich schon mal einigen auf ein kulantes Verfahren, möglichst wenig da mit der Strafverfolgung auch weiterzumachen. Man muss aber auch sagen, eine Regelung auf Bundesebene wäre klarer und konsequenter, weil man nur da sagen kann, und der Besitz von meinetwegen 10 Gramm ist vollkommen legal. Ja, die Polizei muss das nicht beschlagnahmen, gar nichts. Die Länder müssen weiterhin Strafverfahren machen, können die aber sehr rigoros einstellen alle. Das ist das, worauf das rausliefe.
suboptimal, aber immerhin, ein Regierungsvertreter, der an die Bundesländer appelliert, von wegen, hört auf mit der Strafverfolgung. Naja, ich finde ja, die sollten trotzdem selber das Gesetz machen, aber okay, und sollen sich halt mit dem anderen beeilen. Weiter geht's, nächste Frage. Genehmigung, ja, Medizin, das finde ich, bringe ich gerne nochmal rein. Ja, das kommt natürlich im Moment ein bisschen zu kurz, weil alle nur über Legalisierung als Genussmittel reden, logischerweise, das ganz große Ding jetzt gerade. Aber immer wieder, ne, kommen auch, klar, Patienten, die sagen, ey, was ist mit uns hier, wir haben auch massive Probleme. Und das wurde da eben auch angesprochen und beantwortet. Und da fand ich auch die Antwort interessant. Bin jetzt erstmal auf die Evaluierung der Cannabis als Medizingeschichte hingewiesen, die jetzt gerade auch diese Woche rausgekommen ist vom BfArM. Da war ja eine Begleiterhebung Teil des Gesetzes, also seit 2017, das ist ja jetzt halt entsprechend lange noch her. Diese Begleiterhebung hat jetzt ihr Ende gefunden. Die ganzen Daten sind zusammengeflossen, vom BfArM ausgewertet worden und veröffentlicht worden. Ja, aber ich habe es noch nicht geschafft reinzugucken, das ist dann hoffentlich Futter für nächste Woche. Auf jeden Fall ist wohl klar, bei manchen Krankheiten hat sich die Evidenz verstärkt. Ja, da gibt es Krankheiten, wo das klar ist, dass Cannabis hilft. Da brauchen wir nicht mehr zu diskutieren. Ich zeige euch auch dazu mal Ausschnitte. Welche Therapie und bei welchen Therapien brauchen wir eigentlich nicht mehr den Vorbehalt der Krankenkassen, sondern da kann der Arzt dann auch wirklich durch therapieren. Bei manchen anderen Diagnosen brauchen wir noch mehr medizinische Forschung. Das ist nach wie vor unstrittig, dass wir eine sehr dünne Datenbasis dort haben. Also ja, Abschaffung des Genehmigungsvorbehalts der Krankenkassen, zumindest in Teilen, ja, da wo die Evidenz da ist, soll der Genehmigungsvorbehalt offenbar fallen. Da sollen die Ärzte verschreiben können, ohne dass die Krankenkasse da irgendwie sagen kann, Edge, machen wir nicht. Und bei anderen, ja, wird es wahrscheinlich so weitergehen wie bisher, jedenfalls nach dem, was Blinert da sagt. Am Ende sagt er nochmal, das wäre auch Teil des Gesetzes, ja, des Legalisierungsgesetzes. Das fand ich ein bisschen schräg, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass sie das auch dann auch mit reinwurscheln. Das würde mich wundern. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht irgendwie nicht genau wusste, was jetzt da gemeint war oder so. Oder da irgendwie, kann schon mal sein, ob er sich irgendwie verspricht. Ja, ich glaube nicht, dass das Teil dieses Legalisierungsgesetzes wird. Ja, so viel jetzt erstmal vom Ampelfunk aus der Regierung und aus dem Parlament und so weiter. Wie gesagt, guckt euch die Videos komplett an, wenn euch das interessiert. Ich habe noch eine kleine Nachricht aus den USA, und zwar Washington DC. Da tun sich immer dolle Sachen, spielen sich da ab, weil auch Washington DC legalisieren will. Die haben einen Beschluss gefasst, wir wollen halt legalisieren, wie viele andere US-Staaten auch. Aber die dürfen nicht, sind halt die Hauptstadtregion der USA. Und der Senat da irgendwie, der da drüber sitzt, die können da mitreden in der Hauptstadt und sagen, nö, dürft ihr nicht. Ja, und zwar über eine Budgetkürzung. Also da ist kein Geld freigegeben dafür, den Legalize-Prozess da einzuleiten. Und deswegen ja, können die das nicht implementieren da. Die haben aber Cannabis als Medizin und sie haben dann halt eine sehr weitgehende Entkriminalisierung beschlossen. Und zwar auch mit Eigenanbau und mit der Möglichkeit, Cannabis zu verschenken. Und jetzt gibt es da jede Menge Läden, die andere Sachen total überteuert verkaufen. Ja, ein T-Shirt für $200, ne? Und dafür schenken sie einem dann einen Haufen Marihuana dazu. Und um das jetzt in den Griff zu kriegen, hat der Gouverneur jetzt eine neue Regelung unterschrieben, dass man in Washington DC jetzt sich selber Cannabis, medizinisches Cannabis verschreiben kann und dann im Laden halt einkaufen. Ja, bisher hatten sie das in der Corona-Zeit jetzt schon mal für Senioren gemacht. Und jetzt machen sie es einfach für alle erwachsenen Einwohner und haben damit im Prinzip eine vollständige Legalisierung. In den USA ist das ja auch nicht so, dass die dann in eine Apotheke gehen, sondern wie bei uns, sondern die haben ja ihre eigenen Dispensaries, halt Fachgeschäfte für Cannabis. Das ist ja kein großer Unterschied zu denen für Recreational, also für Genussmittel-Cannabis. Und insofern haben die jetzt über den Umweg im Prinzip die Legalisierung in Washington DC durchgezogen. Ja, das fand ich nochmal berichtenswert, ja, ich schreibe mir selber ein Rezept aus, die müssen dann so eine Karte dann auch kriegen, ja, die gehen dann zu irgendeiner Behörde und sagen, ja, hier, ich hätte gerne so eine Cannabis als Medizinkarte und dann sagen, ja, hier hast du die, ne, und dann kannst du einkaufen. Also auch eine interessante Art der Legalisierung. Damit kommen wir zu den Terminen. Ortsgruppe Karlsruhe trifft sich online heute, 19 Uhr, Freitag. Hamburg, die HAMKAN, Cannabis-Konferenz und Messe, da sind auch ein paar Kollegen von uns hingefahren. Samstag, 9. Juli bis Sonntag, 10. Also jetzt hier am Wochenende.
Berlin trifft sich die Ortsgruppe am Dienstag, 12. Juli. Braunschweig auch 12. Juli. Dann in Hamburg ein Stammtisch der Ortsgruppe am 14. Juli, Donnerstag, Freitag Mary Jane. In Berlin bis Sonntag, 15. Juli bis 17. Juli, da sind wir natürlich fett dabei. Die größte deutsche Hanfmesse, tausende von Leuten, die da rumlaufen. Wir sind da mit dem Stand vertreten. Ich werde auch die ganze Zeit da rumlaufen, bis vielleicht ganz am Anfang vielleicht nicht, aber ansonsten die meiste Zeit werde ich auf jeden Fall da sein. Falls ihr auf die Mary Jane kommt, schaut bei uns am Stand vorbei, quatschen wir mal ein bisschen. Man sieht sich da. Dann Stuttgart, Freitag, 15. Juli, Treffen der Ortsgruppe. Mannheim, ein Infotisch. Das wird wahrscheinlich dann so ein Infostand sein, nehme ich mal an. Samstag, 16. Juli in Mannheim. Berlin, nächste große Geschichte, ICBC, die International Cannabis Business Conference. Für die, die irgendwie arbeiten in der Branche, die Großes vorhaben, die selber Unternehmen haben und so weiter, die investieren wollen vielleicht in irgendwelche Aktien oder so, die sind da richtig. Und ja, für wem die Tickets sind natürlich tausendmal teurer als die von unserer Canoco, ja, aber da ist ja auch eine völlig andere Zielgruppe. Insofern, wer Geld will, muss Geld ausgeben, so ungefähr. Das ist die ICBC Dienstag, 19. Juli bis Mittwoch, 20. Juli. Übrigens, im Einstieg bin ich da auch selber im Programm. Ich werde da ein Mini-Kurz-Keynote-Speaker sein zwischen der Einführung des Konferenzorganisators Alex Rogers und unserem Drogenbeauftragten Burkhard Blinert. Bin ich da so ein Zwischendurchlauferhitzer oder sowas in der Art. ICBC. Dann noch zwei Termine, Ortsgruppen Heidelberg, Hanftisch, Dienstag, 19. Juli und nochmal Dienstag, 19. Juli, Online-Klönschnack der Ortsgruppe in Hamburg. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt die Schnipselparade hier irgendwie schön gefunden. Ja, gebt uns ein Like auf dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.